Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Männerlords, liebe Freunde hier. Ist doch klar, dass Lords Männer sind, oder? Männerlords, versteht ihr? Ja, witzig. Ah, hier unten wird unser Bauernhof schon gebaut. Unser Bauernhaus. Das ist wichtig, damit ihr das Feld... Weil wir haben März. Also es wird jetzt eh gar nichts gemacht, soweit ich das verstanden habe. Aber egal. Ist dann schon mal da. Ist dann schon mal da. Ist ja nicht verkehrt. So, als nächstes würde ich aber sagen, gehen wir mal in den Steinabbau. Aber wir brauchen immer noch ein bisschen Holz. Die Frage ist, ob ich noch eine weitere Familie hier reinschicke, um unser Holzlager ein bisschen zu vergrößern. Das finde ich, glaube ich, nicht so schlecht. Zwei Holz auf Lager. Diese zwei da unten, die sieht man fast gar nicht, ja. Was heißt das hier? Ach, Brennholz haben wir auch auf Lager, okay. Kann man das eigentlich verschieben? Nee, oder? Doch. Versetzen. Da kommt der Anwendebalken hin. Braucht er jetzt. Tatsächlich, der braucht Holz. Aber der hat auch Holz gelassen, alles klar. Aber ihr seht schon, sie sind hier ordentlich am Rumackern. Und da sind auch kleine Büsche. Hier liegen auch ganz viele. Ach, die müssen alle... Eieieiei. Dafür brauchen wir natürlich den Ochsen. Wir brauchen mehr Ochsen. So, Bauernhaus wird auf jeden Fall gebaut. Da fehlt auch noch ein Balken. Ich hoffe, das wird priorisiert. Der holt den jetzt erstmal von da. Der gute Heinz. Aber der Jäger führt den Ochsen. Moment mal. Meines Lager. Haben die schon was gejagt? Habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall sind hier Thoman und Dorothea. Ist Thoman nicht hier? Okay, wir haben zwei Thomans. Das ist natürlich bei 10 Leuten. Ist wahrscheinlich relativ crazy, dass man direkt zweimal Thoman hat. Jäger, Arbeitsplatz anzeigen. Guck mal, er hängt hier gerade was auf. Unbegrenzter Arbeitsbereich. Ja. Aber ist witzig. Okay, der Jäger verfolgt also auch den Ochsen. Aber er schlachtet ihn hoffentlich nicht. Also er hat jetzt hier irgendwas schon gefangen. Ich weiß allerdings nicht was. Auf jeden Fall, können wir mal gerade gucken. Wir haben eine Haut. Aber wo ist denn das Fleisch oder was auch immer das war? Da, zweimal Fleisch. Alles klar. Essen die das so, muss ich das nicht weiterverarbeiten, ja? Was wir auch brauchen, ist natürlich die Brennholzhütte. Das wird ja nicht ausbleiben. Packen wir mal hier hin. So, der Ochse hat jetzt hier noch den fehlenden Ast hingebracht. Das heißt, das wird jetzt gleich fertig gebaut. Drei Familien sind momentan zugewiesen. Wir haben also noch ein bisschen Spiel. Den Förster habe ich jetzt nochmal ausgelassen. Vielleicht war es ein Fehler, das Forsthaus zu bauen. Aber egal. Was haben wir hier? Euer Ruf eilt euch voraus. Ich wünsche nur, meine Rechte und meine Ehre gegen jene zu verteidigen, die mir Unrechtes tun. Ich hoffe, ihr seht davon ab, die Gerüchte und Verleugnungen zu glauben, die manch einer über mich zu verbreiten scheint. Gezeichnet mit Siegel... Hildebold von Bärenreute. Wovon reden Sie? Bärenbeule. Verehrter Hildebold. Hildebold von Bärenreute. Leather Star Suffix Option. Absatz hier einfügen. Was? Wo habe ich das denn? Ich habe nichts gemacht. Ich wollte was schreiben. Wo ist denn das jetzt? Wo ist das? Ungeschützte Waren. Ja, ist ja schön. Ich weiß nicht, wie ich da wieder hinkomme, wo ich diesen Brief schreibe.
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht auf der Karte? Hier. Aha. Absatz. Ihr habt richtige Buchstaben verhandeln. Erklärungen. War, Surprise, nicht Silver. Das scheint hier noch nicht gerade in. Kann sein, dass wir jetzt Krieg erklärt haben. Wo ist der denn? Wo hängt der denn ab? Hier der. Also ich habe ihm auf jeden Fall jetzt einen Brief geschickt, dass er sich mal schön in Acht nehmen soll. Aber ich weiß nicht genau, wo der abhängt, der Typ. Aber ist ja auch egal. Steht das hier irgendwo? Nö. Das bin ich selbst? Nee, das bin ich gar nicht selbst. Das ist noch jemand. Egal, wir gehen zurück. Wenn ich jetzt alle Familien zugewiesen habe, baut dann eigentlich niemand mehr? Wir müssen halt auch langsam mal irgendwie gucken. Wohngebäude, Hofstätten. Wo machen wir die Wohngebäude hin? Warum wird hier nicht gebaut? Was machen die denn alle? Bauen die jetzt hier das erstmal fertig oder was? Wie groß muss der Garten sein? Weißt du? Hier, der hat ja einen Riesengarten einfach. Aber finde ich nicht schlecht. Dass sich das so anschmiegt, das ist ziemlich nice. Aber ich will es nochmal überdenken. Das Lager ist irgendwie mir hier im Weg. Das alles ist mir im Weg. Kann ich das hier verschieben? Kann ich nicht verschieben, verdammt. Dann machen wir es jetzt klassisch. So, da werden jetzt erstmal ein paar Gebäude gebaut hier. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt 5 brauche oder 4 erstmal reichen, keine Ahnung. Brennholzhütte ist fertig. Ich dachte halt, im Bauernhaus könnten auch Leute wohnen, aber offensichtlich nicht. Das ist tatsächlich einfach die Arbeitsstätte. Ja, das Lager, genau, das ist jetzt erstmal wichtig, damit da auch was reinkommt. Sehr gut. Da muss jemand arbeiten. Ach du hier, Mini. Da müssen wir eine rein. Eine Familie muss ins Lager. Das geht nicht anders. Aber ich schätze, dass wir sehr viele Holzdinger haben. Da könnten wir dann demnächst mal jemanden abziehen. Ach, guck mal. Hier, das läppert sich auch langsam mit dem Essen hier.
Das ist schon mal gut. Ungeschützte, wir müssen in einen Speicher gebracht werden. Ja, Speicher, Freunde, sind wir aber noch ein bisschen sehr weit von entfernt. Der braucht halt 10 Stein. Ah, wir haben Stein. Ja, dann können wir auch einen Speicher bauen. Nicht genug Material. Ja, Holz halt noch nicht. Und die brauchen auch alle 2 Holz. Alter, das ist eine Holzschlacht jetzt. Kann ich hier erstmal sagen, hier arbeitet ja auch momentan noch niemand, ne? Alles gut. Haben wir Brennholz? Haben wir noch gar nicht verbraucht. Aber wo auch? Wir haben gar keine Häuser. Klar, ist klar. Ist ja logisch. 4 Fleisch. Ja, ich finde es witzig, dass sie auch so labern. Accepted goods. Was heißt das? Größeres was? Keine Ahnung. Aber wenn das hier gleich nicht mehr gebraucht wird, kann ich das dann abreißen wenigstens oder so? Oder reiße ich das selber ab, wenn die nicht mehr obdachlos sind? Kann natürlich auch sein, ne? Hier wird auf jeden Fall gerade jetzt Sachen werden jetzt hier eingelagert. Das ist schon mal ganz nice. Der Anbinderbalken ist auch wieder da. Die bauen jetzt offensichtlich erst noch die Häuser, ehe sie mit dem Bauernhof weitermachen. Was haben wir denn? Immer noch März. Hier liegt ein Baumstamm. Gibt ein Baum nur einen Baumstamm eigentlich? Selbst wenn das hier so ein Riesenteil ist? Hier so einer? Ich weiß es nicht. Wir haben mehr Essen als am Anfang. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe noch nie jemanden jagen gesehen. Das würde ich auch gerne mal. Wo sind die denn? Guck mal, hier sind. Der eine ist hier unterwegs. Boah, ist aber ein Dickicht hier. Mit seinem Bogen geht er da lang. Ah, er hat schon geschossen hier. Okay. Was. Wilde Tiere 17 von 20. Also da muss man natürlich auch gucken, glaube ich, dass man da nicht alles wegnatzt. Weil dann ist auch gar nichts mehr los, ne? Denke ich. Irgendwas ist hier weggegangen. Ich weiß gerade nicht, was genau. Oh ja, der geht hier mit seinem Karren. Ist übelst lahm. Wir sollten mal schnellstmöglich hier... Nee, da will ich jetzt erstmal keine Straße bauen. So, damit der da auch mal schneller latschen kann. Jetzt mal die Zeit ein bisschen schneller. Der holt hier gerade auf jeden Fall schön die Balken ran. Oh, da wird gebaut. Da wird gebaut. Sehr gut.
Stück für Stück ins Zuhause-Glück. 250 Sachen passen in ein Lager. Also auch gut zu wissen. Was liegt denn jetzt hier noch? Hier liegen jetzt noch die Vorräte, weil ich noch keinen Speicher habe. Kann ich den eigentlich mittlerweile mal bauen? Ja. Sollen wir den direkt hier neben bauen? Ja, oder? Machen wir mal. Ach, jetzt ist mein großer Baum weg. Verdammt, den wollte ich behalten. Don't check the level of the foundation. Ja, das ist gut. Die waren schon clever. Dachstuhl. Die Baustelle unseres Bauernhofs liegt brach. Da passiert mal gerade gar nichts. Aber gut, da muss ja auch erst im Winter was passieren eigentlich, so wie ich das verstanden habe. Ich glaube, das erste Haus ist fertig. Zumindest jeden Moment. Ja. Obdachlose besiedeln Höfe. Wenn die Zufriedenheit hoch genug ist, werden auch neue Familien angezogen. Familien benötigen aber mehr als nur eine Unterkunft, um glücklich zu sein. Klickt auf das Gebäude, um die Bedürfnisse der Bewohner zu beachten. Wasserzugang, nein. Kirchenstufe, nein. Brennstoffstand, Lebensmittelstand, Bekleidung. Eieieiei. Was ist das hier? Ah, Hinterhof. Ah, die können in ihren Hinterhof was bauen. Alles klar. Ja, Wasser, stimmt. Da haben wir uns noch gar nicht drum gekümmert. Wo war denn der Brunnen? Wo war denn jetzt drin? Hier. Meine Siedlung wächst und gedeiht. Aber wir brauchen tatsächlich noch ein Haus. Aber hier muss auch irgendwo nochmal eine Straße durchgehen, also... Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber wir müssen mal gerade. Die ist hoch, aber die nicht. Also das heißt, die kann auch einfach mit ihm bleiben. Ja, die roden schon ziemlich schnell den Wald da weg. Guckt euch das mal an. Das ist nicht so, also ich mache mal eine wieder weniger hier, eine Familie, weil das ist schon okay. Aber eine Familie mehr, die noch baut, das wäre ja auch nicht verkehrt. Jetzt haben wir aber,
Marktstände, ja, Freunde. Können die das nicht hier rausholen oder wie machen die ist das? Brauchen wir auch einen Markt? Marktplatz. Wollte ich eigentlich hier hinbauen? Nicht, weil da was im Weg ist. Verfügbare Marktplatz, Marktstandplätze, Grundstückspunkte 3 von 4. Geht das? Reicht das? Das jetzt. Hier ist der Markt. Ein gut versorgter Marktplatz ist das Lebenselixier eurer Stadt. Zugewiesene Familien errichten automatisch Stände, solange genügend Platz vorhanden ist. Bewegt den Mauszeiger über bestimmte Kategorien, um aktuell von Angebot und Nachfrage zu überprüfen. Die Marktbedürfnisse jener Hofstätten, die an dem Markt werden zuerst gedeckt. Okay. Okay, we got the Markt. Ja, was zum. Weiß ich noch nicht so genau. Würde jetzt der hier arbeitet, da hingehen und sein Brennholz anbieten? Oder wie ist das? Das Bauernhaus wird weitergebaut. Brennholzstand? Aha, ist das doch. Aber der arbeitet doch niemand, oder? Doch. Jörg und Agnes. Agnes. Ja, aber ich hab doch hier nicht am Arbeiten, oder? Wer ist denn da jetzt hingegangen? Eine Familie arbeitet hier. Eine hier. Ah. Okay, die haben jetzt da einen Stand aufgemacht. Wie Feuerholz. Ja, Leute, der Speicher, der muss gebaut werden. Das Schlechte, das ganze Brot und so nass wird. Die machen sich hier einen Lenz. Eieieiei. Freunde. Das geht natürlich nicht. Im April kann es durchaus auch mal regnen. Jetzt der Lebensmittelstand ist auch fertig, oder was? Ah, da arbeiten jetzt die hier, oder was? Wieso sind das drei? Haben die ein Baby gekriegt? Die haben ein fucking Baby. Wir haben Babys gekriegt. Drei Stück. Der Kunz. Das Baby hier. Sohn. Der transportiert schon. Gut, gut, gut. Gut. Haben wir auch schon ein Baby hier? Tatsächlich. Dorothea. Nee. Der Heinz. Der Den haben sie nach dem Ochsen benannt. Sehr gut. Den haben sie nach dem Ochsen benannt. Das ist natürlich top. Haben die auch schon einen Sohn? Nee. Wer hat denn noch einen Sohn? Noch irgendeine Familie hat einen Sohn. Fünf Familien, Stufe 1. So, sind noch zwei Obdachlose und wir brauchen unbedingt den Speicher. Der wird aber jetzt gerade fertiggestellt. Aber
das Dorf wächst und gedeiht hier. Da macht er gar nichts. Aber kann jetzt zum Beispiel der Sohn mit der Tochter von der einen Familie eine neue Familie gründen? Oder wie ist das? Boah, sieht so gut aus in das Spiel. Ohne Witz, ich glaube, dass so Mittelalter-Fetischisten da richtig auf ihre Kosten kommen. Jetzt mach das doch mal fertig. Ihr hämmert da rum, das dauert aber ewig. Alter, das geht nicht weiter da, ne? Weil da kein Holz ist oder was? Ihr braucht Holz, deswegen geht's nicht weiter. Ah, der Ochs. Wie kriegt man noch einen Ochsen? Das ist die große Frage. So, Ochsenweibchen. So, jetzt. Dort aber immer noch einen. Wieso eigentlich nicht mal die hier wegnehmen? Da steht das jemand. Er geht immer zu den Bäumen, die da mitten in der Walachei liegen und weit weg sind. So, ein Haus muss noch gebaut werden, da. Wir machen jetzt den scheiß Speicher ready, ey. Da muss ja wahrscheinlich dann auch eine Familie drin arbeiten, ne? Was? Ein weiteres schließt sich in ein weiteres Familienmitglied? Also haben wir jetzt einfach nur ein Kind gekriegt? War diese Meldung schon mal? Weil wir haben ja schon offensichtlich 4 Kinder gekriegt. So, der Speicher ist fertig. Sehr gut. Da muss also auch eine Familie rein. Machen wir natürlich direkt. Thomas, Nickel und Barbara. Nickel. Guter Name. Da sind wir noch eine Bauernfamilie. Also bauen, ihr wisst schon. Der Brunnen muss auch noch gebaut werden, ne? Wir müssen halt auch welche mal ins Brennholz schicken. Das wird ja nun auch verbraucht. Allerdings hört es dann auch langsam auf, ne? An Families. Das heißt, wir haben keine dann mehr übrig. Fürs Bauernhaus an sich. Und der Steinmetz, der will natürlich auch irgendwann mal versorgt werden. Ja, was macht man jetzt mit den Gärten, weißt du? Sollen die da Gemüse anpflanzen? Eier? Eier finde ich ganz geil. Gemüse. Are not enough wealth? Womit habe ich das denn jetzt bezahlt? Ich habe jetzt nicht gesehen, muss ich das irgendwie bezahlen? Verstehe nicht. Wir bauen da tatsächlich jetzt einfach einen Hühnerstall hin. So, das letzte Haus ist gleich fertig, Leute. Das ist gut.
Aber jetzt nochmal, also wenn jetzt alle Familien irgendwas machen, dann baut keiner mehr. Ist doch richtig, oder? Das ist eigentlich auch nicht so gut. So, hier sind auch jeweils die Sachen drin. Fleisch und Brot, das ist gut. Es wird nicht mehr nass. Hier, das nervt mich, ne, dass da diese beiden Hölzer da liegen. Also es wird mal Zeit, dass nichts mehr Siedlungsstufe erhöht. Wenn man Bevölkerung wachsen soll, braucht ihr ausreichend leere Hochstädte. Außerdem müsst ihr zufrieden drin, sind 50. Neuer Entwicklungspunkt. Leute, was heißt das denn? Sind wir jetzt kleines Dorf, sind wir jetzt, oder was? Waffenlieferung. Eine starke Miliz ist für das Überleben einer jeden Siedlung unerlässlich. Glücklicherweise ist gerade eine Waffenlieferung eingetroffen und ihr könnt nun eure ersten Milizen erstellen, die für euch den Militärdienst leisten und das Volk beschützen. Sobald die Siedlung wächst, brauchen wir jedoch mehr Waffen, um alle Menschen auszurüsten. Entweder, indem wir sie selbst herstellen oder aus anderen Ländern importieren. Okay, wir haben hier militärische Sachen. Wir haben 20 große Schilde und 20 Speere bekommen. Wo liegen die jetzt? Hier. Im Lagerhaus, alles klar. Nehmen die sich die jetzt selbst oder was muss man machen? Kriegsausrüstung, Fragezeichen. Müssen wir mal abwarten. Der Brunnen wird jetzt auch gebaut. Hühner. So, warte mal. Was heißt das? Not enough wealth. Also die haben Brennstoff und Lebensmittel haben die auf jeden Fall. Aber irgendwas fehlt, um das hier zu machen. So, was ist jetzt hier mit dem Wasserzugang? Haben die jetzt Wasserzugang? Der ist ja jetzt fertig hier, der Brunnen. Scheint sich aber noch nicht rumgesprochen zu haben, so wie das aussieht. Und der Bauernhof wird jetzt auch langsamer fertig gebaut. Da ist jetzt die Frage, ob ich die letzte Familie in den Bauernhof reindödel oder nicht. Ja, Obdachlosigkeit wird ja gleich... Ist ja, müsste doch jetzt... Es gibt doch keine Obdachlosen mehr. Keine. Ich weiß jetzt nicht, wie ich genau eine Miliz einrichte. Vielleicht muss man das über die Person selbst machen. Thoman. Thoman, hallo. Könntest du vielleicht auch Miliz sein? Geht nach Hause. Wartet. Okay. So, der Bauernhof ist auf jeden Fall jetzt demnächst fertig. Aha. Jetzt ist natürlich die Frage, da können viele Familien drin arbeiten. Ob ich da jetzt jemanden reinschicke am besten, aber würde ich hier erstmal jemanden reinschicken. Keine nicht zugewiesene Familie als Ochsenknechte verfügbar. Das heißt, wir haben jetzt niemanden, der die Ochsen, der den Ochsen führt. Ja, der steht jetzt da rum. Ha. Ah, Leute, die Folge ist zu Ende. Ja, gut. Gucken wir uns das in der nächsten Folge an, wie wir hier rauskommen. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut, euer Brilli.